Wer bin ich? Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Er hat sich vor einer Stunde gestellt, behauptet, er sei der Hacker Who Am I. Er sagt, er kann uns zu den Friends und zur Russian Cybermafia führen. Er will aber nur mit Ihnen sprechen. Und du bist Who Am I? Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Einen Grund, warum ich hier bin. Also? Alles hängt irgendwie zusammen. Es ist kein Faden, der vorne einen Anfang und hinten ein Ende hat. Es ist ein Netz aus Fäden. Und ich häng mittendrin. Tino! Moritz! Checker! Thomas! Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Mit einer Superkraft. Ich wollte Dinge tun, die niemand für möglich hält. In Wirklichkeit hatte ich bereits eine Superkraft. Ich war unsichtbar. Und mein Superheldenkostüm hatte ich auch schon. Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Jeder Superheld braucht eine tragische Familiengeschichte. Spider-Mans Eltern, tot. Batmans Eltern, ermordet. Supermans Eltern, explodiert. Ich hatte eigentlich die besten Voraussetzungen. Mein Vater ist vor meiner Geburt nach Frankreich abgehauen. Ich habe ihn nie kennengelernt. Eine Gemeinsamkeit, die ich mit meiner Oma teile. Ihr Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Das einzige Andenken, das sie von ihm besitzt, sind drei Patronenhülsen, die ein Kamerad aus Russland mitgebracht hat. Meine Mutter hat sich, als ich 8 war, das Leben genommen. Bestes Material für eine Heldengeschichte. Meine Oma hat sich um mich gekümmert und später ich mich um sie. Ich bin keine Psychologin. Deine Traumata interessieren mich nicht. Was weißt du über Clay? Über ihre Verbindung zu den Friends? Alles, was sie wissen wollen. Aber jedes Detail ist wichtig. Hacken ist wie Zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. Seitdem ich 14 war, verbrachte ich meine Zeit hinterm Rechner. Ich lernte Programmiersprachen, knackte meine ersten Systeme. Ein Universum aus unendlichen Möglichkeiten. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich gut in etwas war. In der echten Welt war ich eine Null unter Einsen, ein Außenseiter, ein Verlierer, ein Freak. Aber im Netz gehörte ich dazu. Das Auffangbecken für Menschen wie mich. Während alle anderen ihre Zeit im World Wide Web vergeudeten, trafen wir uns in sogenannten Darknets. Das Netz im Netz. Hier konnte ich sein, wer ich wollte. Ich verbrachte Tage und Nächte am Rechner. Schlaf holte ich in der echten Welt nach. Aber es gab ein Gegenmittel. Die Idee hatte ich von meinem großen Vorbild. Es gibt viele gute Hacker da draußen. Aber es gab nur einen wahren Helden für mich. Er nannte sich MRX. Er war aus dem Nichts gekommen. Niemand wusste, wer er war. Er kam in jedes System. Er war der Star der Szene. Eine seiner berühmtesten Aktionen war der Hackangriff auf ein soziales Netzwerk. Er nahm von nichts und niemandem Rücksicht. Er war der Superheld unter den Hackern. Ich wollte so sein wie er. Von ihm stammte auch ein Exploit, wie man Online-Apotheken manipuliert, um an Ritalin zu kommen. Der Wachmacher unter Hackern. MRX hatte 3 Regeln. First, no system is safe. Second, aim for the impossible. Third, have fun in cyberspace and meet space. Sozusagen, begrenze deinen Spaß nicht nur auf die virtuelle Welt. Aber der eigentliche Grund, warum ich hier sitze, warum alles so passiert ist, ist Marie. Hey, psst.
Nur drauf liegen hat noch niemandem geholfen. Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens. Wie oft willst du bitte noch durch die Prüfung rasseln? Probier's doch mal mit Lernen. Oder hast du vor, jemanden zu schmieren, der dir die Prüfungsfragen klaut? Ich hab Superman angerufen, er hatte keine Zeit. Ich selber! Spasti. Was bist denn du für ein Vogel? Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Während der Schulzeit war ich unsterblich in Marie verliebt. Aber nach 10 Jahren erinnert sich keiner mehr an den Freak aus der letzten Reihe. Ja, heute noch. Tisch frei. Ah, endlich mal was Vernünftiges hier. Ich hab Salami. Das macht 34,80. Spatzen hören. Ich hab gesagt, ohne Anchovies. Die zahle ich nicht. Sei kein Arsch, Oscar. Das macht er immer so. Der Rest ist für dich. Bitte, was spinnst du? Und Mr. Anchovy legt noch mal 100 drauf, wenn du mir die Prüfungsfragen besorgst. Rechtswissenschaften, Bachelor. Die Welt braucht keinen Retter, aber jeden Tag höre ich die Menschen nach einem rufen. Wie bitte? Das ist doch Superman. Das passt schon. Danke. Du bist so ein Arsch. So hat das für ein Freak. Ich wollte endlich ein Superheld sein. Marie hatte ein Problem und ich konnte es lösen. Ich musste ihr nur die Prüfungsfragen besorgen. Sie würde sich an mich erinnern. Wir würden uns verlieben, heiraten, Kinder kriegen, glücklich werden. Bingo. Die Fragen für die Bachelorprüfung werden zentral auf dem Server der Universität gespeichert. Ich brauchte nur einen Zugang. Es war fast so einfach. Den meisten Hackern geht's nur um den Schwellenübertritt. Sie schauen sich im System um, ohne was zu verändern. Andere hinterlassen einen Hinweis. Und manche nehmen ein Souvenir mit. War Superman, Spider-Man, Batman. Was machen Sie da? Ich war ein Idiot. Keine Einträge, keine Vorstrafen. 50 Sozialstunden. Machen Sie was aus Ihrem Leben. Es liegt in Ihrer Hand. Meine 50 Sozialstunden bestanden darin, eine Stadt sauber zu machen, die mich nicht wahrnahm. Schlimmer konnte es nicht werden. Nicht mal das Ritalin wirkte mehr. Aber alles sollte sich auf einen Schlag ändern. Und, warum bist du hier? Kannst nicht reden, oder was? Dann halt nicht. Lass mich raten. Du bist einer von den Typen, die denken, das Leben ist nicht fair zu ihnen. Die sich die ganze Zeit übergangen fühlen, unsichtbar. Der Restmüll der Gesellschaft. In der Schule wurdest du nicht mal verprügelt, weil sich keine Sau für dich interessiert. Alles ganz, ganz traurig. Weißt du, was ich denke? Das ist alles nur eine Scheißmasche von dir. Computerkram. Und du? Dies und das. Was ist denn dein Ding, hä? DDoS-Attacken? Botnets? Phishing? Hä? Oder bist du nur ein Script-Kiddy? Hab einen Uni-Server gehackt. Und wie bist du durch deren Access Control gekommen? Mit einem Zero-Day-Exploit? Du kannst Maschinensprache lesen. Einfach so. Mhm. Ich bin Max. Benjamin. Wollt schon was vor? Ich habe mich immer wieder gefragt, ob es den einen Moment gab, an dem alle Fäden zusammengelaufen sind. Der eine Moment, der alles verändert hat. Ich bin natürlich dabei!
Später Abend ist so krank die Gäste. Wie gefällt dir mein bescheidener Tempel der Dekadenz? Hm? Die Hälfte der Leute hier kenne ich nicht mal. Alles scheiß Schmarotzer. Max war das komplette Gegenteil von mir. Souverän, charismatisch, ein Gewinner. Ja, mach die Tür zu. Büro. Ja, ja. Kann ich vorstellen, das ist Benjamin. Stefan. Benjamin. Benjamin Engel. Stefan war der Softwaremeister. Er fand in jedem Programm eine Lücke. Er war schon immer total durchgeknallt. Er liebte den Kick. Je abgedrehter, umso besser. Keine Nachnamen. Paul war der totale Hardware-Freak. Gib ihm eine Büroklammer und ein Motherboard und er baut dir alles. Er hatte wie ich seine Mutter früh verloren. Sein reicher Vater schob ihn ins Internat ab, um sich wichtigeren Dingen zu widmen. Keine Sorge, dem haben sie bei der Geburt die Lachmuskeln entfernt. Max hat erzählt, du kannst Maschinensprache lesen. Maschinensprache? Das kann jeder behaupten. Das kann man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Na, dann schüttel mal. Vorher kommst du hier nicht lebend raus. Keine Nachnamen. Ich habe mich immer an die Abmachung gehalten. Nie wieder danach gefragt. Hm. Stopp! Ich kann nicht! Ich laufe keinen Schritt mehr weiter. Okay, wir trennen uns lieber. Komm! Was? Jetzt fällst du mir wieder ein. Benjamin. Benjamin Engel. Ich habe dich der Klassenfahrt damals vergessen. Und dann musstest du mit dem Zuckerlack zurück. War interessant.
Tschüss. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde. Deine Oma braucht jetzt professionelle Hilfe. Du musst loslassen. Und bei uns ist sie wirklich in guten Händen. Meine Oma war vor 4 Jahren mit Alzheimer diagnostiziert worden. Seitdem radierte jeden Tag ein unsichtbares Radiergummi an ihren Konturen. Fahrscheine, bitte. Ich dachte schon, die Bullen haben mich doch noch erwischt. Keine gute Idee, gleich in der ersten Woche gegen die Bewährungsauflagen zu verstoßen. Was ist denn los? Vom Heulen wird's nicht besser. Komm. Ich zeig dir was. Na komm schon. Ich hätte einfach sitzen bleiben sollen. Aber es war, als wäre zwischen uns ein unsichtbares Seil. Er erzählte mir, wie er zum Hecken gekommen war. Ich sog jedes einzelne Wort auf. Die Leute da draußen, die lassen sich einlullen, die keine Ahnung, was läuft. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Wenn du das einmal begriffen hast, weißt du, dann ist das, als ob dir die Welt auf einem Teller serviert wird. Du musst nur zugreifen. So unterschiedlich wir auch waren, wir hatten eine Gemeinsamkeit. Erstens, begrenze deine Aktion nicht auf die virtuelle Welt. Zweitens, Dreistigkeit siegt. Und drittens, kein System ist sicher. MX? Man darf sich nicht hinter seinem Rechner verstecken. MX hat das schon begriffen. Die größten Sicherheitslücken, die liegen nicht auf Programmen oder Servern. Die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Du hackst Menschen? Exakt. Die effektivste aller Hacker-Methoden, die große Kunst der Täuschung. Social Engineering. Der Mensch ist von Natur aus gutgläubig und konfliktscheu. Beim Social Engineering reizt einfach diese beiden Komponenten aus. So bekommst du alles, was du willst. Passwörter, geheime Informationen, Zugangsdaten. Hunger? Hier, halt mal. Watch and learn. So, wie dort entlang steht. Hier fehlen 2 Schokodonuts. Bezahl doch nicht für den Scheiß und bekomm nichts dafür. So ein neues Angebot, hä? Zahl 10, krieg 8. Und die mit Schoko waren nicht dabei. Das würde ich hier wohl nicht hier stehen. Wer hat nicht bedient? Die Blonde da hinten. Komm, vielleicht holen wir einfach mal einen Geschäftsführer. Also, geht doch. Schönen Abend noch. Ich krieg noch Geld zurück. Guten. Du musst nur dreist genug sein. Dann liegt dir die Welt zu Füßen. Oh, schon spät. Bist du bereit? Los, komm. Aber...
gehen wir denn hin? Warum hast du den mitgenommen? Du hast doch keine Ahnung, ob wir ihm vertrauen können. Entspann dich mal. Du hast doch gesehen, was er kann. Kannst du fahren? Jetzt machst du mir nicht ins Hemd. Wir bringen ihn da wieder zurück. Kommst du niemals rein. Wieso kommt er mit? Ja, weil du hier bleibst. Ich dachte, ich komme mit. Was habt denn ihr vor? Nicht ihr. Wir! Los, anziehen. Zack, zack. Das war nicht Teil des Plans. Und? Los, vamonos! Let's go! Viel Glück. Kommst du nicht mit? Ich bin doch nicht lebensmüde. Nun lass uns gehen, mein Junge. Der Ausweis war ein schlichtes Pappkärtchen. 5 Minuten Photoshop, 2 Minuten am Kopierer. Jeder Idiot konnte das. Ausweis? Das ist Turgen. Ole Turgen. Kamerad der dänischen Volksfront. Ole Turgen. Einer der Gastredner, Mann. Kübenhorn, Danske Folkefront. Was hat das denn hier bitte noch mit Hacken zu tun? Der Präsentationslaptop muss in ein anderes Wi-Fi-Netz eingeloggt werden. Das ist deine Aufgabe. Nee. Nicht vergessen, Dreistigkeit siegt. Scheiße, für welches? Welches andere Netz? Ich traue dem Kleinen nicht. Du traust niemandem, nicht mal dir selbst. Hör mal, die Foren sind voll davon. Der BND hat seine V-Leute überall. Die sind mitten unter uns, okay? Wir haben sie als Kind doch was in die Crème Brûlée gepackt. Haha! Zeit für ein bisschen Blasphemie.
Wir stellen euch jetzt unseren neuen Wahlspot vor. Danke, danke. Eine kleine Flamme, die sich wie ein Lauffeuer in den deutschen Herzen verbreiten wird. Da kommen die Pimmel mit Ohren. Fuck. Scheiße. Stefan, den Schlüssel. Ich hab den nicht. Er hat den Schlüssel. Paul! Ich hab den Schlüssel nicht! Er hat den Schlüssel! Ich hab den Schlüssel nicht. Hallo! Das war unsere erste gemeinsame Aktion. Die Geburtsstunde von etwas Großem. Und ich war ein Teil davon. Woher soll ich wissen, ob das, was du mir erzählst, ob das stimmt? Bitte? Ihre dänische Sozialversicherungsnummer. Geboren in Frederikssund, Studium in Deutschland, Abschluss als Jahrgangsbeste. Leitende Ermittlerin beim European Cybercrime Center in Den Haag. 2 Konten, 1 bei der Danske Bank, 1 bei einer holländischen Direktbank. Während ihrer Studienzeit hatten sie eine Fehlgeburt. Seitdem können sie keine Kinder mehr kriegen. Schuld ist eine seltene Erkrankung der Gebärmutter. Ihre Kollegen halten sie für kalt. Ich halte sie für einsam. Wir brauchten ein Headquarter. Das Haus meiner Oma war der perfekte Ort dafür. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Chaos Computer Club und so. Herrlich. Yes! 1 Million Klicks. Yes! Ja! Ha. Wir brauchen Namen. Wir müssen Marke werden. Wir müssen groß werden. Alles, was Aufmerksamkeit generiert, ist kontraproduktiv. Wir bleiben unterm Radar. Scheiß auf Radar. Fette Marke ist geil, so wie Anonymous oder Lalzek. Die MRX? Spinnt die jetzt alle komplett? Max hatte eine Idee. Und wenn Max eine Idee hatte, dann war er nicht mehr zu stoppen. Bingo. Lasso? This little clown is jolly and fat. This little clown wears a big red hat. This little clown is strong and tall. But this one does the funniest tricks of them all. Ey, sorry, aber ich mach bei der Scheiße nicht länger mit. Ey, zieh doch mal den Stock aus dem Arsch. Zieh du doch. Ja, kein Problem. Ich fordere eine Abstimmung. Okay, wer ist dafür? Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Namen. Wie wär's denn mit Clay? Also, Clowns laughing at you. Weil es geht ja um Spaß und wegen der Maske. Clay. Mhm. Ja, da kann man viel reininterpretieren. Auf Clay. Paul. Auf Clay. Clays nächste Aktion war ein kleiner Gruß an die Finanzwelt. An der Wall Street für einen eher zurückhaltenden Wochenstart gesorgt. Wesentlich geringer fällt der Einfluss auf die deutsche Börse aus. Deutsche Anleger und Firmen profitieren von der robusten Konjunktur. Und
So setzt der DAX auch heute seinen Gipfelsturm fort. Wir hatten Blut geleckt. Unser nächstes Ziel war ein großes Pharmaunternehmen. Recht. Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Das Ritalin hielt uns wach. Wir nahmen von nichts und niemanden Rücksicht. Hey, es gibt ein neues Video von Clay. Wieder einmal wird uns vor Augen geführt, wie unsicher das Netz ist. Wer steckt hinter dieser Maske? Handelt es sich um eine kriminelle Organisation? Oder schlicht eine Gruppe pubertierender Teenager? Ey, Marie! Benjamin. Hallo. Arbeitest du jetzt hier? Ich? Nee. Du? Bin auf der Suche nach dem Ende des Regenbogens. Marie, kommst du? Unsere geheimen Treffen müssten aufhören. Unsere Tarnung ist kurz davor aufzufliegen. Ey, du bist echt ein einziges Trauerspiel. Du, dir fällt das leicht. Du bist anders. Dir hören die Leute zu. Du bist cool. Vielleicht hast du recht. Watch and learn. Das Leben dir Zitronen reicht. Frag nach Salz und Tequila. Max hatte einen Höhenflug. Aber seine Laune konnte sich von einer Sekunde auf die nächste ändern. Seit Wochen hatte er versucht, von MRX eine Reaktion auf Clay zu bekommen. Er wollte Anerkennung von seinem großen Idol. If you want to be part of the big players, you gotta have balls. What about Clay? Clay who? Scheißversager! Wir sind Scheißversager! Aber MRX interessierte sich ein Dreck für uns. Da draußen waren andere die Big Player. Ungefähr zu dieser Zeit kamen sie ins Spiel. Und nun gebe ich das Wort an Hanne Lindberg, leitende Ermittlerin der Sonderkommission Cyberkriminalität bei Europol. Gestern Nacht gab es einen Hackerangriff auf die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Wir gehen davon aus, dass es die gleichen Hacker sind, die auch hinter dem Angriff auf den Server der Bundeswehr stecken. Sie nennen sich Friends. Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen, das sind keine pickligen Nerds. Friends ist Teil der Russian Cybermafia. Sie haben in den letzten Jahren etliche internationale Ziele gehackt. Der Gruppe sind 4 Pseudonyme zuzuordnen. 3 davon sind Sectet, Towboat und Krypton. Der letzte ist noch unbekannt. Das erbeutete Datenmaterial wird in sogenannten Darknets verkauft. Das Geschäft wird von der Russian Cybermafia kontrolliert. Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens einer der Friends aus Berlin zu operieren. Unsere Sonderkommission hier koordiniert die Ermittlungen mit Europol. Niemand kennt sich mit den Friends, ihren Abläufen und Organisationsweisen besser aus als Hanne Lindberg. Stimmt es, dass Sie bereits seit 3 Jahren hinter den Friends her sind? Bisher ohne jeglichen Erfolg? Ja. Okay, noch Fragen? Hanne! Ich wollte nur sagen, also, schön, dich zu sehen. Ist lange her.
Ich hoffe, du hast kein Problem mehr mit. Nein. Nein, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Gut. Eine Sache noch. Dass wir mal zusammen waren, muss niemand wissen. Die Leute reden, verlieren den Fokus. Während sie Jagd auf die Friends machten, versuchte Max, seinen Frust über MRX loszuwerden. Max und Stefan hatten sich eines von Pauls Spielzeugen ausgeliehen und die Telefonleitung eines Radio-Gewinnspiels manipuliert. Sie hatten alle Leitungen außer einer unterbrochen, jetzt, zu welcher Max sich direkt durchstellen ließ. Hallo, Benjamin Engel mein Name. Die richtige Antwort lautet B, Ottmar Hitzfeld. Bist du irre? Was hat das mit Clay zu tun? Was für eine Scheißbotschaft steckt dahinter, wenn hier ein Porsche klaut? Jetzt habt ihr nicht so. Es gab mal kein scheiß Renault. Superhelden brauchen ein Superheldenauto. Genau. Außerdem ist der nicht geklaut. Der ist gewonnen. Bitte. Vergiss es. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Die Jungs sind für Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Na komm, nicht so schön. Auf einen geilen Abend. Prost. Prost. Alkohol, Drugs, Overdrive, Noise, Neon Lights, Party People. Can you feel it? Rave is king. Sein, wenn du willst. Wenn du das gecheckt hast, dann steht dir die Welt offen. Wirklich alles erreicht hast du erst, wenn du dich deiner ultimativen Challenge gestellt hast. Unser kleiner Benjamin hier zum Beispiel, der hat ein irres Potenzial, aber er nutzt es nicht. Versteckt sich hinter anderen. Den Mund nicht auf. Wenn dir immer jemand ein Händchen halten muss, dann kommst du nicht weit. Die meisten Menschen liegen immer noch bis an ihre Grenzen.
Aber das ist noch nicht genug. Max hatte recht. Ich musste endlich etwas ändern. Ich habe die Prüfung geschafft. Cool. Und was hast du denn jetzt vor? Weißt du, warum ich durch die anderen Prüfungen gerasselt bin? Nee. Ich habe die Fragen absichtlich falsch beantwortet. Warum? Da draußen gibt es zu viele Möglichkeiten. Ich hatte das Gefühl, dass alles in Stein gemeißelt ist, wenn ich die Prüfung geschafft habe. Als ob sich alle Türen für immer schließen. Aber jetzt habe ich mich für eine Tür entschieden. Warum fährst du nur einen Porsche? Bin Mitarbeiter des Monats. Vielleicht bin ich aber auch ein Superheld und das hier ist mein Superheldenauto. Ja, vielleicht. Komm schon, trau dich. Sei einfach Max. Dreistigkeit siegt. Fuck. Ich geh da mal wieder rein. Passt zum Porsche. Fuck, 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 fuck. Na, wen haben wir denn hier? Der Pizzavogel. Lass die Finger von Maria. Nichts hatte sich verändert. Alles klar? Frag nicht. MRX hat geschrieben. MRX hatte kein einziges Wort über Clay verloren. Bis zu diesem Moment. Vor uns hatten wir die vertraulichen Ermittlungsakten der Sonderkommission Cyberkriminalität, die sie an Europol geschickt hatten. Es gab einen markierten Absatz über Clay. Clay does not belong to the big Clay. Das Paket diente einem einzigen Zweck. Er wollte uns klar machen, dass Clay in seinen Augen nichts weiter war als ein Haufen Babys. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles toppt. Wir könnten eine große Bank hacken. Ja, genau. Und das Geld verschieben wir dann auf Konten von Hilfsorganisationen. Quatsch! Wir brauchen eine Aktion, die groß ist. Irgendwas, das Clay in den Olymp hebt. Der BND. Was? Der BND. Die Königsklasse. Der deutsche Geheimdienst. Hast du einen Arsch offen? Quatsch, die sind unhackbar. Kein System ist sicher. Und Dreistigkeit siegt? Ja.
Die BND-Aktion sollte das Komplexeste sein, was wir bisher durchgezogen hatten. Mit dem richtigen Köder fängt man jeden Fisch. Ohne es zu wissen, hatte Gerdi uns Zugang verschafft. Yes! Aber von ihrem System hatten wir immer noch keinen Zugang auf den Hauptserver. Trotzdem war Gerdi der Jackpot. Gerdi war für die Abwicklung der Putzkolonne zuständig und für die Verteilung der Zugangskarten zum BND. Akzeptieren wirklich eine Postfachadresse? Es war das größte Einbrecher-Klischee aller Zeiten. Idioten. Den BND zu hacken hatten schon viele versucht. Aber man darf sich eben nicht hinter seinem Schreibtisch verstecken. Bereit? Benjamin? Keine Ahnung. Wo warst du, Mann? Wir hatten es tatsächlich geschafft. Das war der Olymp. Wir hatten ihn nicht nur erklommen, wir hatten die Fahnenstange in den Gipfel gerammt. Und was den BND betrifft, die Mitarbeiter würden am nächsten Morgen ihr blaues Wunder erleben. Yeah.
lasst mich in Ruhe! Verdammt, lass uns rein! Lass ihn in Ruhe. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Und du dich wie ein Arschloch! Du bist nichts von uns! Ein Niemand! Hey Max, es reicht. Niemand. Niemand. Ohne dass die anderen es wussten, hatte ich verschlüsselte Daten vom BND-Server entwendet. Zuerst hat er die Drucker über ein zentrales Kommunikationsprotokoll manipuliert. Danach hat er die interne Firewall zum Hochsicherheitsnetz geknackt und aus dem Archiv Daten entwendet. Unser System gilt als unhackbar. Es wurde in 2 Minuten 23 geknackt. Sie sagen das, als wären Sie begeistert. Wer auch immer das gemacht hat, ist ein Genie. Um 3.08 Uhr müssen Sie das Gebäude betreten haben. Sie haben meine Videodateien gelöscht und das hinterlassen. Aber alles hat eine Konsequenz. Jeder kleine Flügelschlag. Das hat man auf seinen Körper getackert. Er wurde im Wald gefunden. Moritz Lauer, besser bekannt als Krypton. Guten Morgen. Raus! Raus, alle! Los! Raus! Ich hab gesagt, ihr sollt abhauen! Verschwinde! Was soll der Scheiß? Du brauchst uns! Was? Ich brauch euch? Oder brauchst du vielleicht mich, Was ist denn das jetzt? Weißt du was? Du bist nichts. Du bist nichts als ein Scheißblender. Alles, was du kannst, ist Menschen ausnutzen und manipulieren. Hört auf! Ruhe! Heute früh wurde die Leiche eines unter dem Pseudonym Krypton agierenden Hackers aufgefunden. Sein Tod scheint mit dem Hackerangriff auf den deutschen Geheimdienst letzte Nacht in Verbindung zu stehen und konfrontiert den BND mit dem womöglich größten Skandal seiner Geschichte. Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Dabei handelt es sich um streng vertrauliche Bezugslisten, die Krypton als V-Mann des BND ausweisen. Dies ist insofern brisant, als dass Krypton Teil der kriminellen Hackergruppierung Friends zu sein scheint. Finanziert der BND und damit der Steuerzahler kriminelle Hacker? Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nur klar sagen, dass sich die Hackergruppe Clay für den Einbruch in das BND-System zu bekennen scheint. Du warst der Einzige im Serverraum. Was hast du da gemacht? Wir haben gesagt, wir rühren nichts an, wir nehmen nichts mit. Unser Ziel war nur die Drucker. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich habe auf dem BND-Server eine versteckte Partition gefunden. Ich habe das Passwort geknackt und habe so Mitarbeiterlisten runtergeladen. Ich weiß es nicht. Ich habe es im RX geschickt. Bist du bescheuert? Sag mal, spinnst du? Ich wollte es ihm beweisen. Mann, ich wollte es euch beweisen. Ihr denkt doch, ich bin niemand. Manchmal halten wir so fest an dem Bild, das wir von jemandem haben, dass wir das wahre Ich dahinter nicht mehr erkennen. Jeder sieht nur das, was er sehen will. Plötzlich war uns alles klar. MRX hatte die Daten. MRX gehört zu den Friends. Die haben gerafft, dass Krypton für den BND gearbeitet hat und haben ihn deswegen umgelegt. Und jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren. Das ist alles deine Schuld! Das ist meine Schuld. Scheiße. Oh, fuck.
Russisches Fabrikat. Krypton hat sich mit den Behörden eingelassen und wurde eliminiert. Okay. Aber was hat das alles mit Clay zu tun? Ich weiß es nicht. Du hättest was sagen können. Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen aus Den Haag. Die wollten eine Einschätzung von mir. Über dich, deine Arbeit. Ich wusste nicht, dass dein Stuhl wackelt. Warum hast du nichts gesagt? Aufstieg und Fall eines Hacker-Kollektivs. Gefeiert als Popstars und Robin Hoods der Hacker-Szene und nun in Verbindung gebracht mit der russischen Cybermafia und dem Mord an einem Hacker. Und wir stellen uns die Frage, wer ist Clay wirklich? Wo willst du jetzt bitte hin? Die Drucker waren Spaß. Das hier ist kein Spaß mehr. Krypton ist tot, Max, tot! Und wir haben einen verfickten Geheimdienstskandal ausgelöst, Mann! Benjamin könnte sich der Polizei stellen. Ach, denen erzählen, dass alleine Clay so Scheiße gebaut hat. Du willst einen von uns opfern? Du wolltest ihn noch die ganze Zeit wieder loswerden. Scheißegal, was ihr macht. Ich hau ab. Stefan, warte. Das ist alles meine Schuld. Ich muss MRX finden. Und dann was dann? Hier geht's doch nicht um uns. Hier geht's um MRX. Die Friends, die sind das Ziel. Benjamin hat recht. Weglaufen bringt doch nichts. Da draußen sind doch längst schon hunderte Beamte, die jede Netztrace überprüfen, die es nur gibt. Ist doch nur eine Frage der Zeit, bis sie uns haben. Wir liefern denen MRX und die Friends und werden wieder unsichtbar. Genau. Mit wir meine ich nicht dich. Willst du? Wegen neulich Nacht. Du warst plötzlich weg und da dachte ich. Ich dachte. Willst du zu Max? Max? Nein. Hör zu. Ist besser, du gehst jetzt. Baust du da drin eine Bombe oder was? Ist noch irgendwas? Was ist denn mit dir los? Du bist total komisch. Genau. Das ist alles, was du siehst, oder? Der komische Freak? Weißt du was? Ich wünschte, ich hätte dich niemals getroffen. Wir mussten MRX finden. Und ich war der Köder. Wir waren mittlerweile so paranoid, dass wir nur noch öffentliche Netzzugänge nutzten. Auch keinen Scheiß verstanden. Kommen Sie schnell. Wir haben da was. Ich bin ganz zufällig drauf gestoßen. Wir haben versucht, MRX zu kontaktieren. Need access to an IRC form. Seine IP-Adresse ist verschleiert. Er geht über mehrere Zwischensysteme. Er nutzt hunderte verschiedene Server in Europa. Er wechselt alle 3 Sekunden seine Position. Aber ich glaube, ich habe da was. Die Server, die Hume einnutzt, antworten immer auf diese IP-Adresse. Sieht aus wie ein Knotenpunkt. In Berlin. Okay, gib mir Bescheid, sobald du den Ort eingrenzen kannst, ja? Er hat mir einen Zugang zu einem privaten Channel geschickt. Worauf wartest du noch? Wir sind schon so lange online, Mann. Staatsbibliothek! To be part of the French. You did a good job at the BND. Let's see if you can do it again. Mann, wir sind schon über die Zeit. Ich hab's gleich. Scheiße. Wir sind dran. Okay.
to the underground. Fuck. Scheiße, sie sind da! Hast du alles? Los, raus hier! Jetzt. Wir tarnen uns, okay? Wir treffen uns unten. Nichts. Wie vom Erdboden verschluckt. Komm. Alter, wo warst du denn? Ich bin suspendiert. Sie senden jemand anderen aus Den Haag. Es tut mir leid. Was wollte MRX? Wir sollten einen Trojaner auf das System von Europol spielen. Wer auch immer Zugang zu Europol hat, kann die Ermittlungen verfolgen und manipulieren. Und was war euer Plan? Wir wollten wissen, wer MRX ist. Seine Identität für unsere Freiheit. Wir wollten beweisen, dass er hinter Kryptons Tod steckt. Wir wollten von der Nummer 1 der Fahndungsliste verschwinden. Wir wollten wieder unsichtbar werden. Um Zugang zu MRX-Rechner zu bekommen, mussten wir tief in die Trickkiste greifen. Stefan nannte das Programm Schwangeres Pferd. Es war ein Trojaner im Trojaner. In dem Moment, in dem sich MRX über unseren Zugang auf den Europol-Server einloggen würde, könnten wir auf seinen Rechner zugreifen. Und MRX-Maske würde fallen. Aber vorher mussten wir noch alle Spuren vernichten. Ich würde mich bei dir entschuldigen, wegen dem blauen Auge und wegen Marie. Du hast die ganze Zeit gewusst, was sie mir bedeutet. Und es war dir scheißegal. Ich... Scheiße, Mann. Was soll ich sagen? Ich bin ein Arsch. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Ich bin ein Blender. Ich könnte niemals das, was du kannst. Ich bin nur ein scheiß Script-Kiddy. Außer Copy and Paste kann ich nichts, Mann. Ich kann nicht mal richtig programmieren. Glaubst du, das habe ich nicht gewusst. Nachschlag gefällig? Ihr Turteltäubchen. Thank you.
Wir kommen! Wir waren auf dem Weg nach Den Haag, zu Europol. Wir mussten in die Höhle des Löwen. Aber das Gelände war wie Fort Knox. Wir hatten es mit Dumpster-Diving versucht. Sackgasse. Auch unsere altbewährte Phishing-Methode biss nicht an. Wir versuchten es sogar über die Kanalisation. Fuck! Es ist der einzige Zugang. Scheiße. Was machst du da? Ah! Fuck! Ah, was ist das? Ein scheiß Nagel! Fuck! Nicht rausziehen, nicht rausziehen! Wir mussten uns eingestehen, dass es unmöglich war, auf das Europol-Gelände zu kommen. Was war's denn wohl? Ich war an allem schuld. Ich hatte uns hier reingeritten und ich musste uns auch wieder rausholen. Der Mensch ist von Natur aus gutgläubig und konfliktscheu. Social Engineering. Sorry. I was here with the school group and I lost my wallet in the cantina. Could you just let me in and I grab my wallet and be out in no time? The cantina is long closed. Come back tomorrow. My dad, I lost my wallet before and, you know, he was pretty clear what he'll do if I ever lose something again. Sorry, I can't let you in. Please, please. You could only imagine what it means to have a dad like mine. Sorry. Gottverdammt. Wait! I found it. Mit Pauls Box konnte ich das WLAN-Netz austricksen, indem ich ein zweites Netz mit der identischen Kennung parallel schaltete. Einen sogenannten Evil Twin. Wenn sich nun jemand von einem der anliegenden Büros in das Netz einloggen würde, könnte ich auf seinen Laptop zugreifen. Und von seinem Rechner auf den Server. Bingo. MRX hatte uns einen Zugangscode für ein Darknet gegeben, in dem die Übergabe stattfinden sollte. Ich musste jetzt nur noch MRX den manipulierten Trojaner übergeben. Sobald er sich damit auf dem Europol-Server einloggen würde, würde seine Maske fallen. French.
Aber MRX hatte unseren Trick durchschaut. Fuck. You shouldn't have used the key. An IP transmitter. Now we know who you are. And where you are. MRX hatte das Spiel gewonnen. Und ich hatte alles verloren. Martin, hier ist Hanne. Ruf mich an, sobald du wach bist. Du musst sofort hierher kommen. Wohnt hier eigentlich niemand? Du bist gekommen. Ja, ich bin gekommen. Oskar hat erzählt, dass vor ein paar Monaten jemand den Server der Uni geknackt hat. Die Fragen für die Bachelorprüfung geklaut hat. Und dabei erwischt wurde. Du hast mal gesagt, dass man erstmal rausfinden muss, wer man ist. Und dass es da draußen zu viele Möglichkeiten gibt. Aber man kann sein, wer man will. Man kann alles sein. Verstehst du? Ich kann bunt sein. Du bist ein Spinner. Haust du mit mir ab? Ich habe ja gesagt, du spinnst. Wohin? Wohin du willst. Kopenhagen? Du kannst überall hin und willst nach Kopenhagen? Warum nicht? Ja. Warum nicht?
Was weißt du noch über mich? Weißt du, dass ich suspendiert bin? Du willst wieder unsichtbar werden. Aber die Friends wissen, wer du bist. Du willst eine neue Identität. Du willst in das Zeugenschutzprogramm. Darum geht es hier die ganze Zeit. Dafür gebe ich ihnen MRX. Die Friends. So einfach ist das nicht. Doch. Die Sonderkommission wäre erfolgreich, Politik und Medien zufrieden. Sie sind rehabilitiert. Okay. Sagen wir, ich krieg das hin. Wie willst du an MRX rankommen? Mit einem Zaubertrick. Mann, da sind Löcher in seiner Geschichte so groß wie der Todesstern. Er ist an nichts. An niemand. Er hat mit dem Feuer gespielt und sich verbrannt. Aber er kann uns zu MRX führen. Haben wir ihn, kommen wir auch an die Friends. Hanne, du bist suspendiert. Die Zusage für das Zeugenschutzprogramm obliegt den Ländern. Ich brauche dich dafür. Dann wie soll dieser Zaubertrick aussehen? Indem wir MRX an seinem wundesten Punkt attackieren. Seinem Stolz. There he is. He sold identities. He's working for the government. But paid by the cops. MRX is confessing in another forum. MRX killed Krypton. Really? I can't believe it. Asshole. I knew it. He's part of Friends. MRX grabs the Russian cyber mafia. What a prick. I sold identities. I spied on hackers. What the fuck? I co-worked with law enforcement. Open the fucking door, aren't you just have to... What the fuck? That's not even MRX. Who you are? I'm MRX. Let me in. You thought I was one of you? Fuck you. Who are you? Who the fuck are you? That's not MRX. I'm MRX. I never worked for the government. Who the fuck are you? What the... Who the fuck are you? Now I know who you are. You shouldn't have used the hammer. An IP transmitter. You taught me. Wir haben ihn. Wie ist sein richtiger Name? Sean Dunham. 19 Jahre alt. Aus New York. Und solltest du auch der Letzte sein. Alleine bist du nicht. Das ist aus Superman. Hm. In ein paar Stunden bist du ein freier Mann. Neuer Name, neue Stadt. Da sind Löcher in seiner Geschichte so groß wie der Todesstern.
Frau Sturm? Ja? Hanne Lindberg, Europol. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Okay. Kennen Sie diese Person? Nein. Benjamin Engel. Er sagt, Sie waren zusammen in einer Klasse. Benjamin Engel, klar. Der Freak. Der saß bei uns immer ganz hinten. Haben Sie Benjamin seitdem wiedergesehen? Nein. Entschuldigung, worum geht's hier überhaupt? Benjamin ist im Gewahrsam des BKA. Er hat zur Aussage gebracht, dass Sie sich in den letzten Monaten häufiger getroffen haben. Dass wir bitte was? Der hat sie doch nicht mehr alle. Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Es geht um Hilde Engel. Oder besser gesagt, um Ihren Enkel. Benjamin. Sie kennen ihn. Seit er ein kleiner Junge ist. Ich habe seine Mutter betreut. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er ist verschlossen. Ein Außenseiter. Kein Wunder bei seiner Geschichte. Seine Mutter hat sich das Leben genommen. Benjamin ist in einem diffusen Dickicht aus Unklarheiten aufgewachsen. Seine Mutter litt unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Schizophrenie? Multiple Persönlichkeiten. Sie hatte 4 Splitterpersönlichkeiten, alles Facetten ihrer selbst. Die Medikamente haben die Dinge zeitweise in Schach gehalten. Am Ende hat sich nie mehr ertragen. Ist das vererbbar? Möglich. Und wie wird sowas ausgelöst? Das kann eine Prädisposition, also eine Veranlagung sein. Ausgelöst durch ein traumatisches Ereignis. Bestimmte Medikamente können die Symptome verstärken. Es gibt mehrere Auslöser. Ritalin? Ritalin ist eines davon. Aber worum genau geht es denn? Ist mit Benjamin alles in Ordnung? Der Bericht aus dem Labor ist da. Lass mich raten. Die Patronen sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Woher hast du diese Wunde? Was hat sich dir anverletzt? Warum hattest du den Autoschlüssel? Stefan ist zur NPD gefahren. Und was hast du mir über Paul erzählt? Über seine Mutter? Sie ist gestorben, als er noch sehr klein war. Das bist du. Sie alle, das bist du. Nein. Sie sind tot. Es gibt keine Leichen. Keine Spur. In keinem verdammten Hotel in Den Haag. Was hast du wirklich in dem Hotelzimmer gesehen? Sie existieren nicht. Du hast sie in deiner Fantasie erschaffen. Clay, das bist du alleine. Du bist Max. Was? Hast du gedacht, ich wohne hier? Du bist Stefan. Ole Turgen, der ins Gefolge front. Du bist Paul. Jede Aktion, das warst du. Alleine. Die Hälfte der Leute kenne ich nicht mal. Alles scheiß Schmarotzer. Wir brauchen einen Namen. Wir müssen eine Marke werden. Wir müssen groß werden. Alles, was Aufmerksamkeit generiert, ist kontraproduktiv. Wir bleiben unterm Radar. Nix da unterm Radar. Marke ist geil. So wie Anonymous oder Lightsec. Wie MX. Ah, fuck! Scheißnagel! Bingo. Ich weiß nicht. Das bedeutet unsere Vereinbarung. Das disqualifiziert dich für das Zeugenschutzprogramm. Nein. Sie haben gesagt, wir haben einen Deal.
Wir haben eine Abmachung. Ich komme ins Zeugenschutzprogramm, das haben sie gesagt. Es tut mir leid. Die haben Krypton getötet. Ich habe MRX verraten. Die werden mich finden, verstehen Sie das? Wir hatten einen Deal. Ich komme ins Zeugenschutzprogramm, das haben sie mir versprochen. Es tut mir leid. Du bist krank. Ich bin nicht wie meine Mutter. Ich bin nicht wie meine Mutter. Ich bin meine Mutter. Es tut mir leid. Die Reds werden mich wie Krypton töten. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Das haben sie mir versprochen. Glückwunsch. Die Zusammenarbeit von Europol und BKA hat sich von der ersten Minute an als höchst professionell, effizient und ergiebig erwiesen. Verantwortlich dafür ist vor allem Hanne Lindberg, der ein exzeptioneller Schlag gegen die Cybermafia gelungen ist. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Die Akteure nicht unsichtbar. Jeder hinterlässt Spuren. Ich habe darum gebeten, dich zum Haftrichter bringen zu dürfen. Ja, was hat die Mama dann gesagt? Tut mir leid, dass ich sie gehackt habe. Das war nicht richtig von mir. Das Zeugenschutzprogramm. Es ist tatsächlich ein Programm. Du hast 5 Minuten. Was wollen Sie denn sagen? Dass du auf dem Weg zum Richter abgehauen bist. Werden Sie dann nicht wieder gefeuert? Die wollen immer Ex, die Friends. Für die bist du ein Niemand. Für die bist du unsichtbar. Versprich mir, dass du mit dem Hacken aufhörst. Versprochen. Keine Zaubertricks mehr. Warte. Eine Sache noch. Geht dieser Trick? Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist es fast enttäuschend. Jeder sieht nur, was er sehen will. Pass auf dich auf.
Sie hat's also geschluckt. Der größte Social Engineering Trick aller Zeiten. Nicht mal Europol wissen jetzt, wer du bist. Was für einen Namen hast du dir ausgesucht? Keinen Namen. Okay, wer bin ich? Ich bin Benjamin. Ich bin ein Hacker. Und das ist meine Geschichte. Hacken ist wie Zaubern. Bei beiden geht es darum, den anderen zu täuschen. Wo warst du? Die haben meinen Rechner. Die wissen, wer ich bin. Ihr müsst ihr abhauen, alle. Was ist passiert? Ich war bei Europol. Die. Mann, wie bist du da reingekommen? Ich habe mich als einer von der Schülergruppe ausgegeben. Ist doch scheißegal, Mann. Die Übergabe, das war eine Falle. Die haben alle meine Daten. Alles. Versteht ihr? Ihr müsst ihr abhauen. Sofort. Los, worauf wartet ihr denn noch? Du bist einer von uns. Wir lassen dich nicht im Stich. Und was machen wir jetzt? Kein System ist unhackbar. Hier, wie ich gesagt habe. Ausgeschlossen vom Zeugenschutzprogramm sind Personen mit psychischen Krankheiten. Also nochmal von vorne. Gib mir die Informationen stückchenweise. Das Ganze funktioniert nur, wenn sie wirklich von selbst draufkommt. Und sie darf sich nicht manipuliert fühlen. Du schaffst das. Fehlt nur noch das. Bereit? Wir sind alle unsichtbar. Und wenn sie es doch checkt? Keine Sorge. Sie hat's gecheckt. Aber sie hat, was sie will. Keine Zaubertricks mehr.